Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Viele von euch werden das Gesicht wahrscheinlich schon kennen. Ich bin der Kameramann hinter Philipp Kess, bin der Kameramann hinter Valeturo, möchte jetzt auch der Kameramann von mir selber sein, weil auf diesem Kanal soll es ab 2020 richtig losgehen. Ich würde gerne Tutorials drehen, würde euch gerne mitnehmen, so ein paar Einblicke hinter die Kulissen verschaffen von meiner Arbeit, unter anderem mit Philipp, mit Valeturo, wenn ich für mich selber unterwegs bin und, und. In diesem Video allerdings soll es erstmal ganz kurz und knapp um ein Jahr 2019 gehen, bevor wir mit 2020 quasi starten. Da war zum Beispiel unter anderem die Grip-Reihe des Wolfs im Schafspelz-Projekt. Es hat mega Spaß gemacht. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir 0-100 gefahren in dem Ding, wo der noch Originalmotor mit dem, ich weiß gar nicht, Viergang-Automatikgetriebe. Das war, dass das Ding die 100 überhaupt geschafft hat, war schon echt eine Glanzleistung. Wir sind mit dem R8 von Benny gefahren. So, René, danach bist du komplett versaut. Wahrscheinlich schon, ja. Ciao. Das ist krass. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. 1000 PS. Oder 1100, weiß ich gar nicht, aber über 1000 PS auf jeden Fall. In einem Golf, genau, in einem Audi R8 V10 Plus Biturbo. Das Ding hat er so brutal und perfekt gebaut, dass du denkst, es kommt wirklich bei Audi aus dem Werk. Und genauso sicher ist das Auto auch gefahren. Ich habe, da ich selber nicht aus der Leistungstuning-Szene komme, sondern eher aus der, mein Auto ist tief, kaum noch Fahrbar-Szene, also Schau und Schein, bin ich es halt nicht gewohnt, diese Leistung zu fahren. Und das war, ja, es war, eigentlich war es gar nicht so schlimm, weil das Ding halt wirklich sicher gebaut ist. Da fühlt sich der X-Bo, oder viele sagen auch Crossbow, ich sage X-Bo, weil Philipp das auch sagt und ich bin es halt so gewohnt, fühlt sich da wirklich brutal an, weil du denkst, du bist halt in einem Go-Kart. So, ne? Dann die PS-Days dieses Jahr waren auch echt heftig. Ja, oder also PS-Days, Fast Friday. Es soll ja im Jahr 2020 findet ja die PS-Days-Messe statt. Und da haben wir so ein Preview, sage ich jetzt mal, gemacht auf dem Gelände der Messe, wo wir ein einziges Video zugedreht haben. Und innerhalb von einer Woche ist das so durch die Szene gegangen, dass da um die 15.000 Leute auf dem Hof auf einmal waren. Das war echt wirklich, wirklich heftig. Dann jetzt zum Schluss des Jahres, ich sagte, ich will mich ein bisschen kurz halten im ersten Video, die Essen Motor Show für mich als Kameramann, als die Person, die man eigentlich so gut wie nie zu Gesicht bekommt, weil ich halt in der Kamera bin, war es wirklich heftig, weil die Leute wollten, dass ich die Sachen zum Beispiel unterschreibe, wollten Fotos mit mir. Das war, da fühlt man sich geehrt und anerkannt, einfach. Es hat echt Spaß gemacht, auch da wieder mit dem Team. Wirklich, wirklich eine Hammerzeit da gehabt. Ich war ja nicht die ganze Zeit da, ich bin nur Wochenende da gewesen. In der Woche war ich hier und habe für andere Leute gedreht. Wo wir allerdings zur ersten Motorshow gefahren sind, haben wir ja noch die Limo zum Aufbereiter gebracht, was für mich gleichzeitig das erste Mal war, dass ich überhaupt mitgefahren bin mit der Limo. Legendärer Moment. Wir sitzen tatsächlich das erste Mal in der Limo. Ich für mich sowieso das erste Mal, ja. Also ich natürlich nicht. Das hat sich, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, das hat sich krass angefühlt, einfach in diesem Auto zu sitzen. Weil durch dieses Auto ist für mich oder hat bei mir die Tuning-Zeit, da hat das für mich angefangen. Ich bin deswegen zur Fahrenwalder Straße gefahren damals, weil ich die Hoffnung hatte, dort die Limo zu sehen. Weil als ich das erste Mal von der Limo gehört habe, war, das Ding hat 900, da hat ein Audi 900 PS. Und ich dachte mir so, ja, ein Audi mit 900 PS. Ich habe selber zu der Zeit einen Golf 4, glaube ich, gefahren mit 210 PS.
dachte mir so, ja genau, mit 900 PS. Als sie dann auch gesagt haben, das ist ein alter Audi. Weil ich hatte von Autos keine Ahnung. Ich bin mit dem Auto gefahren, um zur Arbeit zu kommen. Das war's. Da hat es für mich dann angefangen. Und da in diesem Auto zu sitzen, das war wie als sitzt du bei der Königin auf dem Thron. Ich glaube, das habe ich auch genauso unter dem Video geschrieben, als wir dann dahin gefahren sind. Dann der schlechte Teil der Limo, weil das war halt das erste und das auch das letzte Mal, als ich damit gefahren bin, war, dass jetzt vor ein paar Tagen, ja, ich erfahren habe, dass halt die Limo abgebrannt ist. Das war, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, es war krass. Wir wollten nächsten Tag um 4 Uhr uns treffen. Ich bin um 3.30 Uhr aufgestanden, hatte unzählige Nachrichten auf meinem Handy, hatte unzählige WhatsApp, Facebook, Instagram. Mein Handy hat gefühlt geglüht. Ich habe dann zuerst Philipp seine Nachricht abgehört, weil ich dachte, vielleicht will er den Dreh absagen oder es geht später los oder wo bist du, weil keine Ahnung. Das war noch gar nicht wahr in dem Moment für mich. Ich habe dann erstmal die anderen Nachrichten gelesen, ja, und in der alles Gleiche. Ich habe die Bilder, die ihr wahrscheinlich auch überall im Internet gesehen habt an dem Tag oder auch jetzt noch seht, habe ich von allen möglichen Leuten zugeschickt bekommen mit der Frage, stimmt das, ist das Philipp seine Limo und so weiter und so weiter. Und ich habe dann erstmal auf gar nichts geantwortet. Habe nur versucht, die Nachrichten abzuarbeiten, was jetzt nichts mit der Limo unbedingt zu tun hatte. Und dann bin ich hier in eine Firma gekommen. Da war Philipp noch nicht da. Ich habe, wie gesagt, ich bin um 3.30 Uhr, hatte ich das, glaube ich, dann abgehört. Und ich habe dann auch nicht mehr schlafen können. Bin dann irgendwann in eine Firma gefahren und ja, da habe ich dann das Wrack stehen sehen. Und erst da ist es dann langsam in meinem Kopf auch angekommen, dass das wirklich jetzt ernst ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Für mich war dieses Auto halt das Auto, das Tuning-Auto generell. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das Ding war halt perfekt. Kein Autohersteller hätte es besser bauen können, als wie dieses Ding war. So, und dann diese Nachricht zu bekommen, das Auto ein paar Stunden später dann hier zu sehen und dann das Allerschlimmste, mit ihm dieses Video zu drehen, das war für mich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das war heftig. Philipp ist für mich in der Zeit zu einem guten Freund geworden. Und diesen Menschen dann so zu sehen und dann noch ein Video zu drehen, das Video dann hier zu schneiden, das war, naja, fehlen mir die Worte. Ich weiß nicht, wie ich euch das wiedergeben kann, dass vielleicht versteht ihr das ja. Ja. Es sollte nur ein kurzes Video werden. Ich wollte eigentlich nur über das Jahr 2019 mit euch quatschen. Ich hoffe, dass ihr den Kanal einfach abonniert. Wie gesagt, es werden Tutorials kommen. Blicke hinter den Kulissen von Philipp, hinter den Kulissen von Valetudo, hinter den Kulissen von mir. Einfach, weil ich Bock habe, Videos zu machen. Und zwar 24/7. Ich Bock habe, Videos zu schneiden und weil ich gerne auch, weil ich habe mittlerweile so viele Anfragen, wie hast du das gemacht oder wie hast du das gemacht? Und das würde ich einfach für jeden kostenlos auf YouTube zugänglich machen. Deswegen wäre es cool, wenn ihr den Kanal einfach abonnieren würdet. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. 2020 kommt dann auch das zweite Video, beziehungsweise erste Video in 2020 halt. Was das sein wird, weiß ich noch nicht genau. Ich mache mir da keinen Drehplan, versuche aber einmal die Woche, ich denke mal jeden Sonntag, einfach ein Video für euch rauszuhauen, was entweder interessant oder lehrreich ist. Das ist so mein Ziel.
Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.